Ramadan soll ein Monat des Fastens sein und nicht ein Monat des Fressens. Entschuldigung, wenn ich das sage. Weil das sind die Gründe, die Imam Ghazali aufzählt, die uns schwächen bei Qiyamul Layl, wenn wir in der Nacht stehen und das Nachtgebet beten. Das Erste, was wir brauchen, ist, um in diesen Nächten zu fasten, richtig zu stehen. Weil ich habe gesagt, das Fasten macht sowieso fast jeder. Aber das richtige Fasten haben wir eben darauf aufmerksam gemacht. Macht die Türen zu, damit auch die Augen fasten, die Ohren fasten, der Mund fasten. Okay? So. Erstmal über Qiyamul Layl die Huld sich nochmal bewusst sein. Erstens, die Sünden werden vergeben. Zweitens, dein Iman wird gestärkt. Drittens, das ist die beste Chance, damit deine Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist die beste Chance, damit deine Wünsche erfüllen gehen, hast du jetzt vor der Haustür. Du, um wen fragst du? Du fragst nicht irgendeinen König. Du fragst Allah subhanahu wa ta'ala. Und vielleicht bittest du Allah um etwas und du kriegst nicht das, sondern du kriegst etwas Besseres. Weil wenn du eine Dua zu Allah machst mit Ikhlas und die Bedingungen erfüllst, wird Allah diese Dua beantworten. Entweder er gibt dir das, was du erbeten hast, oder er weiß zum Beispiel, dass das, was du oder er gibt dir etwas Besseres, was dir gar nicht eingefallen ist. Oder er lässt eine Schädlichkeit, wehrt er von dir ab, an die du nicht gedacht hast, als Ersatz für das, was du erbeten hast. Oder er bewahrt das für dich für den jüngsten Tag, auf wo du es am meisten brauchst. Das heißt, bei der Dua zu Allah bist du immer auf der richtigen Seite. Wenn du einen König um etwas bittest und du hast einen guten Draht zu ihm, du sagst zu ihm, mach mir bitte das Geschäft XY auf, gib mir 10.000 Euro, vielleicht sind die 10.000 Euro schlecht für dich, weil der König weiß das nicht. Allah weiß alles. Das heißt, diese Tage muss man für die Dua unbedingt nutzen. Unbedingt nutzen. Und das ist erstmal das Wissen davon. Das Wissen, wie wichtig diese Tage für uns sind. Zweite Sache ist, was Imam Ghazali aufzählt, ist, nicht zu viel essen. Nicht zu viel essen. Weil leider ist es heute so, guck mal, der Prophet hat die Sunna vorgegeben, dass ein Drittel gefüllt wird mit Flüssigkeit, ein Drittel mit Essen und ein Drittel leer bleibt. Heutzutage haben wir zig Menüs. Der Prophet hatte einfache Mahlzeiten gehabt. Einfache Mahlzeiten. Deswegen sich hier mit der, weil manche, die essen sich so voll, ja, dass sie danach wenig Energie haben und total platzen. Ich sage euch ganz ehrlich, das war bei mir die ersten Tage vom Ramadan so gewesen.